Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den einen Professor da am Baum geholfen, aber haben noch ein paar andere Quests hier noch in New Atlantis offen. So, wir müssen ja bei ihm später vorbeischauen. Sprich mit der Barkeeperin im Viewport. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Sprich mit Sergeant Yumi. Sieh dir die Constellation auf. Das machen wir später, aber wir sprechen mal mit Sergeant Yumi. So. Da müssen wir runter zur Bahn. Komm, Sarah. Ich find's krass immer noch, wie hoch wir springen können. Wir können einfach über ihn drüber springen. Und ich würde... Irgendwann verlasse ich New Atlantis für immer. Donna Rain, wird die noch wichtig? Kommst du vielleicht? Wenn die einen Namen hat? Die meisten heißen ja hier irgendwie eigentlich Bürger oder Bürgerin. Tschüss, Sarah. Du darfst hinterherlaufen. Finde ich super. Finde ich jetzt schon super, dass sie hinterherlaufen darf. So, okay, laden. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NAT wird mir immer noch übel. Okay, nice. Coole Info. So, da hinten, Sergeant Yumi. Ach, hier sind wir. Unser Raumschiff ist sogar nicht. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Bei weg, Terra! Ich kann es nicht fassen! Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier! Fluch der Fleet! Leuchtender Stern der Constellation! Ganz recht, ich habe mich der Constellation erst angeschlossen, also bin ich wohl kaum ein leuchtender Stern. Halt dich fern, du Spinner. Fluch der Fleet? Hey, nicht so bescheiden. Das lief auf SNN. Riesiger Fan. Ah, das ist er. Ein Miner zähmt die Crimson Fleet, rettet ein Mitglied der Constellation und erobert die Herzen von Millionen. Nein, von Billionen. Und jetzt stehst du hier neben mir. Du bist es wirklich, oder? Ich habe mich der Constellation erst angeschlossen, also bin ich wohl kaum ein leuchtender Stern. Du bist auf jeden Fall der hellste und größte Stern weit und breit. Da gibt's kein Vielleicht. Für sowas habe ich ein Auge, aber bei dem Heiligenschein ist das ja auch nicht schwer zu erkennen. Obwohl ich erst nicht wusste, ob das nur das Licht ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Introvertiert, du machst mich zur Berühmtheit, dabei trete ich lieber in den Hintergrund. Das ist zweifellos übertrieben, du hast recht, das muss Schicksal sein. Sieh mal, ich hatte nur gerade meine Angelegenheiten im Kopf, als du auf mich zukamst. Hatte ich tatsächlich sogar. So, du bist deinen Tag anders angegangen. Ja. Ich hatte deine Angelegenheiten auch im Kopf. Visualisierte sie, träumte davon, hegte sie wie einen blühenden Garten. Und jetzt ist er da, unser erster Frühling. Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ja, okay. Hey, Gewicht heben, Tarnung, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn du deiner Crew den riesigen Fan zuweist, wird er essentiell, bis du die Zuweisung aufhebst. Zur Crew zuweisen, willkommen an Bord, abweisen, warte mal, ich will das nicht, abweisen, lass mich allein. Brauchst du nicht dein Kostüm, wenn du mein Sidekick sein willst? Guter Punkt! Ich werde mich sofort darum kümmern, sobald ich zu nähen gelernt habe. Bis dahin könnte ich ein Sidekick in Ausbildung sein. Gibt es eine Akademie, wo Fans lernen können, zu deinen Füßen zu kriechen? Ich könnte eine gründen.
Okay, komm, willkommen an Bord. Du wirst es nicht bereuen. So, okay, verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und dann sende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Okay. Ja, komm. Agonia Might? Was mit ihr? Komm. Riesiger Fan, hat einen Namen. Abziehen, abziehen. Agonimate. Okay. Aktive Außenposten, Außenposten. Ab jetzt arbeiten wir zu zweit. Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir ihn so früh treffen. Aber ein zweites Date gibt es nicht. Ich habe das erste kaum überlebt. Ach was. Ey, aber cool, dass wir denen jetzt schon begegnet sind. Läuft er jetzt mir auch hinterher, oder? Die Frontier heißt ja nicht mehr... Die Frontier heißt jetzt Agonia Might. Also, ich glaube, der wird ein bisschen enttäuscht sein. Entgegen den Gerüchten sind die Leute von der UC Security in Ordnung. Und Sergeant Yumi ist ein alter Freund von mir. Ah, cool. Dann haben wir vielleicht einen Vorteil da drin, ne? So, Sergeant Yumi, ist er das? Sarah, schön dich zu sehen. Ich habe das mit dem Vorfall zwischen Matteo und Rosa im Sanktum geklärt. Als Vorfall würde ich es nicht bezeichnen. Eher als Diskussion. Aber danke trotzdem. Kein Problem. Könntest du ihm vielleicht sagen, dass er einen Gang zurückschalten soll? Sicher. Danke nochmal, Sergeant. Sergeant Yumi? Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Kopfgeld? Ein Job? Erzähl. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz. José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Klar, sag mir, was ich tun soll. Kopfgeld, ja, auf jeden Fall. Eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen, hast du irgendwelche Security-Erfahrung? Lügen? Oh ja, klar. Ich war Chief der Astral Lounge Security in Neon. 8 Jahre oder so. Ich habe mich mal mit der Crimson Fleet angelegt. Keine Ahnung, ob das zählt. Ehrlich gesagt, nein, aber ich lerne schnell. Ach komm. Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. Okay, Credit 250 hinzugefügt. Was ist Mast? Du weißt schon, Mast. Das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Das Riesengebäude in der Stadtmitte. Nö, ich kenne das noch gar nicht tatsächlich. Der United Colonies. Nur vom Namen her. Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. du hast Aegis erwähnt. Wer steckt dahinter? Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Warum bringt nicht Aegis das Paket hierher, sondern ich? Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Okay. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Gut, wo finden wir Platon? Platon hieß er. Wo muss ich hin? Mission? Ah, hat kurz ein Weilchen gedauert. Aktivitäten, ich weiß nicht wohin. Zurück an die Arbeit. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten der Ryujin. Ein Lichter der Dunkelheit findet die
Finde neue Stories für SNN. Die alte Heimat. Sprich mit Sarahs Kontakt. Den Frieden wahren. Sprich mit Agent Platon. Ah, hier. Da muss ich hin. Ja, wir sind eh Söldner, Kopfgeldjäger. Und ein Dateifehler sind wir auch. So, in die Richtung müssen wir da. Wahrscheinlich, ja, wieder mit der U-Bahn. Wo ist denn eigentlich unser Fan hin? Ist er wahrscheinlich schon auf dem Schiff, hm? Ich gehe von aus, der ist auf dem Schiff. So, und hier. Mass District. Ja, Ladebildschirme dauern immer ewig hier. Ich müsste mal schauen, dass ich die vielleicht rausschneide. Nach da oben müssen wir. Okay, ich glaube hier nicht. Da. Da müssen wir hin. Hä? Und weg ist das. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ich gehe mal von aus, dass wir hier nach oben müssen. Wann wird es eigentlich wieder hell? So, warte mal. Freestar, Embassy, Haus Varun, Amistis, Archiv. Hä? Müssen wir da unten hin? Okay, also... Ah, okay, wir müssen schon hier hin. Okay, Mast Net Station. Sarah, ich warte auf dich. Ebene wählen, Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst, Aegis. Oder Aegis. Ich sage immer Aegis dazu, keine Ahnung warum. Okay, United Colonies. Bin ich schon autorisiert hier? Hoffentlich willst du nichts melden. Falls doch, heißt das, du hast schon zu viel gesehen. Natürlich bist du hier jederzeit willkommen, so wie jeder andere auch. Aber vergiss nicht, du wirst überwacht. Du heißt Platon? Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen. Das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Okay, was kannst du mir über die Aegis sagen? Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies. Wo immer sie auch sein mögen. Wir behalten, naja, alles im Auge. Wenn man erst betonen muss, dass man zum Guten gehört, tut man es meistens nicht. Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Ja, und was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im Mast. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Ja, einen Moment. Was ist eigentlich die Aegis? Fragen wir das mal. Hallo? Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Ich soll etwas für die UC Security abholen. Ah, verstehe. Du kommst von Sergeant Yumi. Ja. Du bist größer, als ich dachte. Danke.
Oh, das war kein Kompliment. Nur ein Kommentar. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Alles klar, sag mir nur, wo ich es abholen soll. Was meinst du mit aufgeflogen? Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis beschaffen. Ah, okay, alles klar. Und warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Ich habe dem Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst selbst treffen will. Ist nichts Persönliches, aber diese Art von Auftrag ist nun mal neu für dich. Okay, alles klar. Sag mir nur, wo ich es abholen soll. Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Okay, was ist denn dem Paket? Solltest du nicht wissen, dass sowas vertraulich ist? Ist heute dein erster Tag oder so? Ja, ist es. Keine Sorge. Will dich bloß ein bisschen piesacken. Vertraulich ist die Info aber trotzdem. Okay, alles klar. Viel Glück mit der Mission. Ja. Sarah? Da. Gut. Gehen wir mal. Nett, Haltestelle. Dann holen wir uns mal das Paket ab und sehen zu, dass wir die Quest auch mal erledigt haben. Achso. So, Transitwagen, Raumhafen. Kostet die Bahnfahrt hier eigentlich Geld? Und wir kriegen davon nichts mit? Wundert mich nämlich ein bisschen. Kann ja sein, dass es Geld kostet. Ah, und hier. Da. Agent Platons Paket. Liefere das Paket bei Sergeant Yumi ab. Muss ich nach da hinten hin? Ah, hier ist unser Fan. Und Diagonische Maid, da steht sie. Da steht sie noch. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Hallo. Okay. Viel zu sagen hat er nichts. So, und hier, Yumi, ich hab hier was. Schieß los, falls du noch Fragen hast. Ich hab dein Paket. Ausgezeichnet. Heutzutage sind gute Leute selten. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Ich würde es mir nicht zur Gewohnheit machen, Leute von der Straße zu rekrutieren. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, gib mir nur meine Credits. Tja, dafür müssen wir dich zuerst registrieren. Die Formalitäten erledigen. Keine Angst, war nur Spaß. Hättest dein Gesicht sehen sollen. Hier ja. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. Okay. Okay, nice. Haben wir erledigt. So. Dann haben wir bestimmt noch ein paar Quests hier. So, es gab ja irgendwie einen Unterbezirk oder so. Stand da gerade irgendwo eine Quest, wo wir und Aktivitäten, sprich mit der Barkeeperin im Viewport. Untersuche die partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Wie ich das machen wollen? Unterdeck waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gehen wir da mal hin. Achso, und dann, welcher Kleider... Wo war denn der Kleiderladen nochmal? Wo wir das hier geholt hatten, würde ich Sarah auch holen.
laufen wir hier alle. Meine Crew kriegt alle so ein Outfit. So, Unterdeck. So. Okay. Circles. Okay, nice. Security Office. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Gibt wohl Arbeit für dich. Okay, Yumi sucht uns wieder. Was ist denn das hier? Tür? Oh, hier gibt's auch noch Klamotten. Auch noch ein Shop. Gucken wir mal, was der hier hat. Bist du der Händler? Wenn du mich fragst, das wahre New Atlantis ist hier unten. Das ganze Zeug. Ich habe überall Kontakte. Es ist nicht immer alles auf Lager, aber ich kann alles beschaffen. Gefällt dir das Leben auf einem Unterdeck? Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt's hier. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Okay, gibt es in den UC viel Überschuss? Sieh dich um, was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Okay, dann lass sehen, was du hast. Klar doch. Zeig mir deine Ware. So, ein Cutter hat er, wieder ein Aeon. Equinox, Grendel, Kampfmesser, Ripshank. Okay, der hat bisher nur das gleiche, wie wir oben bekommen hatten. Anzüge, Bodencrew, Space Trucker, UC Marine. Ah, zu den Marines will ich jetzt eher weniger gehören. Helme. Der Helm sieht aber schon nice aus. So, Arbeitskleidung Siedler, Fluganzug Security, Wartung. Ja, okay, coolen Stuff, also was mir gefällt, haben die jetzt nicht. Also, hier, glaube ich, dürfen wir nicht rein. Gehen wir mal wieder raus. Die heißen hier alle Bürger. Bürger. Hier ist jeder willkommen. Kay Mason, Theresa Mason. Verstanden? Du machst. Ja. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Das hält uns ganz schön auf Trab. Was gibt es hierüber zu erzählen? Mom, also Kay, hat das aufgebaut. Kay. Seit ich klein war, sorgte sie dafür, dass sich die Leute willkommen fühlen. Sie hatte nur eine Regel: kein Ärger. Alle hielten sich daran und ließen ihre Differenzen vor der Tür, wenn sie hierher kamen. Nach ein paar Jahren brauchten wir aber mehr Credits, um so viele Münder zu füttern. War nie als Business gedacht, wurde dann aber doch eins. Wenn die Leute für etwas Sicherheit und eine anständige Mahlzeit gern ein paar Credits liegen lassen, sagen wir nicht nein. Okay, ich würde mir gerne die Karte ansehen. Wenn wir es haben, bekommst du es auch. So, achso, die haben wahrscheinlich, ja, die haben Lebensmittel eher. So, Lebensmittel muss ich ja nicht immer kaufen. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Okay. Okay, also hier ist die Küche. Ich glaube aber, da dürfen wir auch nicht rein. Gehen wir mal weiter. Bürger. So, noch ein Bürger. Bürgerin.
Ich habe nur begrenzte Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Talia O'Shea. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht. Du führst diesen Laden ganz alleine? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. Ein seltsamer Ort für eine Klinik, findest du nicht? Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Okay. Haben die hier auch Namen? So ist das einfach. Okay, Onkel Doktor kann nicht helfen? Oder Tante Doktor? So, wer ist denn das? Das ist die Questgeberin. Ich habe ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Nee, ich bin nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Dabei helft dir auf keinen Fall. Was genau untersuchst du? Wir versuchen, einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Ja, okay. Und wer ist Karl? Ein Kollege von mir, der mir helfen soll. Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Kein Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Ja. Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Okay. Ist aber jetzt nicht aktiv, die Quest, oder wie? Muss ich jetzt extra das Netz anzapfen? Wenn du die Verteiler kappst. Da hinten. Okay. Dann müssen wir da hinten einen Verteilerkasten finden. Hey, hörst du mich? Jo. Ich glaube, das funktioniert. Ich habe nur eine grobe Übersicht, aber du müsstest in der Nähe des ersten Verteilerkastens sein. Ich stehe genau. Ich stehe genau auf und leg den großen Schalter um. Ja, ich stehe genau davor. Perfekt. Gut gemacht. Okay. Das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow. Ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay. Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht 1 oder 2 Etagen höher? Sorry, ist weit. Jakes? Das scheint nicht der Weg zu sein. Ich sitze hier nicht wirklich fest. Hier ist eine Treppe. Alter, wie weit geht denn das hier? Oh, Schalter. Ah, das macht hier auf. Hier geht's hoch. Okay. So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Hier. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen versuchen, die Optimisten. Was? Egal, wir machen das jetzt nicht auf. Ich weiß jetzt nicht, wie sie dazu steht.
wie Sarah dazu steht, wenn ich jetzt alles aufmache, aufbreche. Ich kann jetzt nicht spielen. Hab Hausarrest. Wenn du Hausarrest hast, was machst du hier draußen? Bürgerin? Hier, dann nichts, ne? Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Ja? Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Welche Obdachlosen? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Der Handelsaufsicht? Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Das hier? Hier rein? Ist das die Handelsaufsicht? Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Schlange anbeten. Das mag ja stimmen, aber ihre große Schlange ist ein himmlisches Wesen. Ob sie real ist, keine Ahnung. Aber ich denke schon, und das macht sie gefährlich. Okay, Varun? Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus aus. Diese Piraten nisten sich in den alten Anlagen ein, die seit dem Koloniekrieg verlassen sind. Hi, Sogar auf dem Unterdeck floriert die Handelsaufsicht. Ach, widerlich, oder? Einfach widerlich. Okay, sie mag die Handelsaufsicht nicht. Müssen wir hier lang? Hier ist eine Treppe. Ich gehe mal von aus, ja. Interessant, wie die Türen aber immer aufgehen. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Ah, jetzt haben wir's. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Ja, einen Moment. Das war jetzt eine Woche Arbeit. Das waren für mich jetzt 5 Minuten vielleicht. Was glotzt du so? Brauchst du was? Was will er? Rick Duren. Wenn du was Wertvolles dabei hast, pass gut darauf auf. Hier unten weiß man einfach nie. Mir gefällt deine Einstellung nicht. Tja, Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Na, was sagst du? Wollen wir uns 10 Runden liefern? Du bist mir die Mühe nicht wert. Ich wusste doch gleich, dass du ein elender Angsthase bist. Ich gebe dir einen Tipp. Hier unten musst du groß, stark und schlau sein. So wie ich. Ein Wurm wie du macht's keine 2 Tage. Genau, Es hing etwas Interessantes. Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? Mhm. So ein unglaublicher Schwachsinn. Ja, für so eine Labertasche wie dich, Mir wurde schon langweilig. Kann ich auch verstehen, dass Kai dir Hausverbot gibt. So, müssen wir hier entlang? Da müssen wir hin. Gibt es irgendwo einen Eingang dahin? Hier vielleicht? Da war gerade die Musik, die wir schon mal gehört hatten. Ich glaube, ich laufe hier falsch. Anzugwerkbank? Ich glaube, hier sind wir falsch.
Hä, wie kommen wir jetzt zu ihr hin? Upper Level. Die sind unglaublich. Sorry, was? Gibt's hier? Hier ist noch eine Treppe. Ah, hier sind wir. Okay. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Solange die Bezahlung stimmt, tue ich alles Nötige. Stattdessen haben wir beide unsere Zeit vergeudet. Frag mich, ob wir es verschlimmert haben. Ah, na komm. Ja, klar. Natürlich. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Mhm. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Ja, komm, ich will das Geld dafür. Oh, doch, 2000. Okay. Das wäre stehlen. Ja, aber wir kommen mal mit. Man hört die Musik auf jeden Fall. Hier in der Nähe kommt die Musik her. Also gibt es hier auch irgendwo einen Weg zur Constellation. Luisa, du kannst auch gerne ein bisschen schneller laufen. Da habe ich kein Problem mit. So, wir wechseln aber vielleicht mal zu der Waffe. Die, glaube ich, am meisten Sinn machen. Auch krass, dass wir schon 610 Schuss dafür haben. Wir sind so nah an den Stern geflogen, dass ich die Hitze der Sonneneruption gespürt habe. Und dann höre ich plötzlich, willst du mich heiraten? Ganz ehrlich, ist mir egal. Ich musste schon wieder meinen Urlaub absagen. Okay, aber wir müssen ihr hinterherlaufen. So, Trade Authority, ah, die Handelsaufsicht, steht da oben. Apex Electronics. Ja, sieht super aus. So. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Nee, noch nicht. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Du brauchst kein Star. Worum sorgst du dich? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass am Ende ich den Ärger kriege. Zoe verdreht die Sachen immer komplett. Ja, komm, ich pass auf dich. Danke. Das ist echt nett. Ja. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Ja, wir kommen einfach mit und gucken böse. Das können wir gut. Wir gucken einfach böse. Ich hatte mit Zoe noch nichts zu tun gehabt. Obwohl wir hier vorhin einmal reingegangen sind. Ja, noch. Ein Besuch vom Mast? Reizend. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja. Ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Okay, sprich mit Luisa Reyes. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Keine Sorge, was auch passiert. Wir kommen mit der Situation klar. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Entspann dich, alles wie gut. Ich feuere nicht den ersten Schuss ab, aber den letzten. Nehmen wir einfach an, dass das ungemütlich wird. Reagierst du da nicht über? Ach komm, wir sind mal tough. Das ist dramatisch, aber auch beruhigend. Sie wirkt nicht gerade sicher.
So war doch Luisa Reyes. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Mhm. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Ich traue dir nicht. Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst, also... Soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Vielleicht sagt Zoe wirklich die Wahrheit. Ja, okay, komm. Dann, Sarah, komm, wir gehen. Dir noch einen schönen Tag. Jo, danke. Direkt hier? Was also müssen du? Wir hier. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Rick Duran, du gießt mir auf den Sack. Können wir den nicht einfach töten? Und dann können wir einfach behaupten, der war schon tot, als wir hier ankamen. Ach, da oben, wie kommen wir da hoch? Hier nicht, das ist auch verboten. Hier rum vielleicht? Auch nicht. Sarah, ich werde dir dankbar, wenn du mir hilfst, den Weg da hochzufinden. Denn... Da müssen wir irgendwie hin. Gibt es noch einen anderen Weg? Hi, Duda. Hi. Hier vielleicht? Waren wir nicht vielleicht schon hier? Vielleicht müssen wir doch hier rüber? Nee. Hä? Kommen wir da hin? Hier waren wir schon. So, ja. Nein, so kommen wir nicht. Ah, okay. Okay, so kommen wir nicht weiter. Hä, wie kommen wir da hoch? Ist hier noch einen anderen Weg? Hier rüber vielleicht? Pass in meine Nähe. Wie kommen wir da hin? Hier vielleicht. Außenrum? Ja, dass sie... Oh. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt.
Noch eins. Ah, hier. Wahrscheinlich hier rüber. Hä? Auch wieder nicht. Ja. Ich glaube, darüber müssen wir. Komm! Nein! Du wurdest mit deinem Leiden belegt. Öffnet das Statusmenü. Das wollte ich jetzt nicht. Schiff, Sternkarte. Wo finde ich Status? Nee, das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das jetzt für ein Leiden sein soll. Genau. Da müssen wir hoch. Nur wie? Wie kommen wir da hin? Ja, komm da hoch. Also, das macht das dazu. Dann lassen wir offen. Ich raff nicht, wie wir da hinkommen sollen. Gibt es hier eine Map für den Bereich? Für den aktuellen Gebiet. Nach da oben. Wie kommen wir nach da oben? Upper Level? Vielleicht hier. Das könnte es vielleicht sein. Ja? Ah, haben wir gefunden. Hey, du müsstest gleich da sein. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Und Zoe ist auch hier, falls dir das nicht schon klar war. Wir arbeiten zusammen. Leg den Schalter um, dann lotsen wir dich zum nächsten Verteilerkasten. Okay, machen wir das? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay. Jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? 45A? 47B, ich würde 45A machen wollen, weil... Überleben wir den Sprung? Nein! Ah, ja. Autsch. 45A. Vertrauen nämlich Zoe nicht. Apex Electronics. Bei Henrik findet man gar nichts. Ach so. Ah, ich glaube, wir müssen doch hier rum.
Und dann so. Da oben? Danke, dass du der Kompetenz einer lebenslangen Mitarbeiterin des MAST vertraust. Also bitte. Du kommst sicher mit jeder Herausforderung klar, die auf dem Weg zum Kasten wartet. Du machst das super. Okay, 45A. Tja, das war der richtige Verteilerkasten. Siehst du das, Zoe? Ja, ja. Machen wir einfach weiter. Wollte nur sicher gehen, dass du es siehst. So, jetzt wird es interessant. Den nächsten Punkt finde ich auf meinem Diagramm nicht. Und ich kann zähneknirschend bestätigen, dass sie sie richtig liest. Wir folgern, dass er irgendwo an der Oberfläche sein muss, nicht auf dem Unterdeck. Miss Reyes ist der Meinung, dass das damit nicht mehr in ihre Zuständigkeit fällt, was mir herzlich egal ist. Ich will den Kerl finden. Und hier stimme ich Zoe zähneknirschend zu. Eigentlich ist es nicht mehr mein Problem, aber ich will wissen, wohin diese Spur führt. Wenn du oben bist, rufe ich die richtigen Diagramme auf und melde mich. Ach so, okay, ich muss nach oben fahren. Okay. Ja gut, dann fahren wir hoch. Also geht's von vom Unterdeck hoch in die obere Ebene von New Atlantis. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das MAST bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Ich trau ihr nicht. Ich trau ihr wirklich nicht, wenn die mir schon sagt, so, sie bietet mir nochmal Geld an, dafür, dass ich die Information ihr zuerst liefere. So, wird es auch langsam wieder heller. Ich wünsche, es wird jetzt heller. Ah, hier, wir sind da, bei dem Kleiderladen. Dann würde ich hier Sarah auch nochmal so ein Outfit holen, was wir jetzt hier haben. Ich hoffe, sie kann das auch anziehen, ansonsten müssen wir das unserem Fan geben. Ich habe etwas für dich, egal was dein Geschmack ist. Wenn wir schon Kleidung brauchen, es gibt nicht viel, was ich nicht im Angebot habe. Ja, komm, zeig her, Kleidung. Konzern. Hier Management. Der sieht aber auch eigentlich besser aus. Der sieht cooler aus. Dann würde ich den eher für mich nehmen. Und den hier für mein Team. So. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, Inventar. So, dann würde ich das hier für mich. Jetzt sehen wir wirklich aus wie so ein Padawan. Und Sarah? Der Kontakt arbeitet im Rekrutierungsbüro. Also wird er versuchen, dich anzuwerben. Ja, lass uns Ausrüstung tauschen. Hast du was Nützliches? Ja, mal gucken. Sarah, Inventar. Hier Kleidung. Ja, kriegt sie Anzugmanagement. Ah, komm, sie kriegt einen mächtigen Anzugmanagement. So, kann sie das dann auch... Kann ich ihr das sie ausrüsten lassen? Ah, nice. Bis dann. Sieht schon viel, viel besser aus, finde ich. Wie sie sich jetzt erstmal auch selber angesehen hat, so.
Ich hoffe, ihr gefällt das. So, gut, da hinten müssen wir lang. Boah, wie sich hier das auch mitbewegt. Die Klamotten. Nice. Was das angeht, da wird Bethesda auch immer besser. Ah, hier. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Ja, gut. Wir machen uns dahin auf den Weg auf jeden Fall. So. Ach so. Ist nicht verboten. Einsteiger. Nee, dann... Nee, das ist auch nicht. Der ist es nicht. Auch nicht. Der hier. Und der hier auf jeden Fall. Dann ist das hier. Und das hier. Du hast also Erfahrung damit. Ja. So, wie sieht's aus? Hier. Unautorisierter Computer. So, Programmupdate. Aktuelles Slicing-Ziel ATM-Transfergebühr, Log New Atlantis. Slicing werden 0,001 Credits Transaktion. Gesamtwert schon 305.326,130. Daten herunterladen. Okay. Letzte Nachrichten. Ja, bitte doxen. Doxen. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nervt mich nicht länger. Ich erwarte meinen Anteil. Und schließt die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Gale Bank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun. So wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Newman. Okay. Gibt's hier noch mehr? Okay, das ist alles Diebstahl. Aber die betreiben ja hier selber Diebstahl, also... Ah, wir lassen das mal. Noch wissen wir ja nicht, in welche Richtung wir uns genau schlagen werden. Aber ich denke eher, dass wir immer so agieren werden, dass wir, Hauptsache, wir kriegen das meiste Geld aus den Sachen raus. Würde ich sagen. So. Das heißt, jetzt müssen wir uns wieder darin auf den Weg machen. Das wird ein langer Weg. Aber okay, wir sprinten auch mal. Ey, ich wünschte wirklich, wir können hier ein Laserschwert haben. So wie wir aussehen. Ich hätte wirklich gern Laserschwert. Wie kommen wir da runter jetzt? Ich glaube hier. Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Dann bin ich stolz
euch in der Vanguard begrüßen zu dürfen. Also, ihr habt eure Aufträge. Zeigt ihnen, was die UC können. Supra et Ultra. Supra et Ultra, Vanguard, okay. Warte mal, wir hatten eine Verstauchung? Status. Ach, hier, Y. Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Öffne deine Inventar und suche in der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu deinem Leiden passen. Gelenkschmerz, schleicht verbraucht Sauerstoff. Ich habe eine Verstauchung, okay. Ah. Okay, gut. Und runter mit uns. So. Dann liefern wir die Informationen jetzt eben ab. So, da wären wir. Könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Ja, aber was bringt's dir? So, hier, Luisa. Hast du die Daten? Ja, habe ich. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Ja. Sorry, die Handelsaufsicht wird mich dafür bezahlen. Gib mir einen Moment. Ja, bitte sehr. Klasse. Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Ja, ich hoffe, 2000 Credits, okay. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Girlbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Nice, haben wir auch erfüllt. Jo, dann würde ich auch sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.